Yo Friends, was geht? Heute geht es um ein gewisses Thema und zwar hat mir der Mizuki Wing auf Twitter das geschrieben. Erstmal danke an dich. Und zwar hat er geschrieben, wenn Big Mom eine Crew aus Paramecia-Nutzern hat und Kaido natürlich offensichtlich eine Crew von Zoan-Frucht-Nutzern hat, was ist dann mit Blackbeard? Blackbeard selbst hat ja eine Logia und eine Paramecia-Frucht und er meinte dann, ja, was ist mit ihm? Kann es nicht sein, dass seine Crew halt Logia-Frucht-Nutzer sind? Also alle haben dann eine Logia-Frucht und sind dann sozusagen die stärkste Art, wenn man das so sagen kann. In One Piece wird ja gesagt, dass Logia-Früchte am stärksten sind. Und das finde ich ziemlich interessant, Leute, weil wir auch Barges vorher gesehen haben, wie er eine Logia-Frucht haben wollte, und zwar die von Sabo. Und deswegen hat, als ich daran gedacht habe, ist mir das direkt eingefallen und deswegen bekräftigt es diese Theorie, dass Blackbeards Crew Logia-Fruchtnutzer sein werden. So, als Kapitän haben wir natürlich Blackbeard und er hat bereits die stärkste Logia-Frucht, die man haben kann. Ähnlich wie vorher Whitebeard die stärkste Paramecia hat, hat Blackbeard die stärkste Logia-Frucht und er hat noch die Guraguranomi und da wird genannt, dass es die stärkste Paramecia sei. Das heißt, Big Mom hat zwar eine starke Paramecia-Frucht, aber nicht die stärkste, zumindest so wie es in One Piece genannt wird. Das ist auch meiner Meinung nach so, aber ich gehe halt darauf ein, wie es auch in One Piece genannt wird. So, dann hätten wir unseren lieben Kaido und dort ist es sehr, 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 sehr naheliegend, dass er die stärkste Zoan-Frucht hat, denn er will die stärkste Zoan-Frucht-Crew haben, beziehungsweise will halt, dass alle seine Leute Zoan-Früchte haben, weil er davon ausgeht, weil er denkt, dass Zoan-Früchte die stärksten Früchte überhaupt seien. Und deswegen hat er verschiedene Leute beauftragt, für ihn Zoan-Früchte herzustellen. So, als nächstes, nach Blackbeard, haben wir unseren lieben Barges und dort würde die Feuerfrucht theoretisch passen, aber das könnte man zu jedem anderen sagen. Wie gesagt, er hat bereits versucht, Sabo zu töten und dort würde es theoretisch passen. Das Ding ist, wir haben wahrscheinlich bis zum heutigen Zeitpunkt nicht mal so viele Logia-Früchte gesehen. Das heißt, wenn wir jetzt die Crewmitglieder haben von Blackbeard und jetzt schauen, wie viele davon könnten eine Logia-Frucht bekommen, dann hätten wir erstmal Blackbeard, er hat bereits eine. Barges, Shiryu, Raffit, Van Oga, Doc Q, dann hätten wir sein Pferd, aber ich glaube nicht, dass er eine bekommt. San Juan Wolf ist auch noch da, aber ich glaube auch nicht, dass er eine Logia-Frucht bekommt. Dann haben wir Vesco Shot, Katarina und Avalo Pizarro. So, wie gesagt, Blackbeard, Logia-Frucht hat er bereits eine. Barges könnte theoretisch Feuerfrucht haben. Shiryu, Donnerfrucht. Dann haben wir noch die Flüssigkeitsfrucht, aber das ist aus einem Filler. Dann haben wir noch die Frucht von Kizaru, Raffit, Caesar Clown hat die Gasfrucht, Van Oga, Eisfrucht hat dann Dokyu, dann hätten wir noch die Magmafrucht für Vesco Shot und die Rauchfrucht für Katarina und noch die Sandfrucht für Avalo Pizarro und da bleiben noch zwei weitere übrig und zwar die Sumpffrucht und die Schneefrucht von Karibu und von Monet. Und Leute, wenn ihr überlegt, dass die meisten davon Admiräle, starke Personen sind und so weiter und so fort, ist es wohl kaum möglich, dass Blackbeard es hinkriegt, diese Teufelsfrüchte in seine Finger zu kriegen. Deshalb denke ich, dass höchstens drei oder vier, also die stärksten, das heißt Marshall D. Teach, Shiryu, Raffit, Van Oga und vielleicht Barges, dass die eine Logia-Frucht für sich beanspruchen, beziehungsweise vielleicht kriegen wir sogar andere Logia-Früchte dadurch zu sehen, dann haben vielleicht ein paar mehr eine Logia-Frucht und vielleicht schafft es Blackbeards Crew wirklich einige zu sammeln. Wie gesagt, die von Enel werden sie wohl kaum in die Finger kriegen. Feuerfrucht ist jetzt auch weg, sie haben es probiert, aber sie werden es nicht schaffen, Sabo zu töten. Kizaru werden sie absolut nicht besiegen können. Gasu, Gasu no Mi, ich glaube, Caesar wird in Zukunft noch so wichtig sein, deswegen glaube ich, dass er im Endeffekt auch nicht in Gefahr ist, dass man seine Frucht kriegen könnte. Deswegen glaube ich auch, dass er außer Gefahr ist. So, bei Kozan ist das aber eine andere Sache, Leute. Und zwar ist er verbündet mit denen und wer weiß, vielleicht hat Blackbeard ihn nur bei sich aufgenommen, weil er eine Logia-Frucht hat oder er hat ihn aufgenommen, weil er ihn töten möchte, beziehungsweise irgendwie seine Teufelskraft stehlen möchte. Das wäre am naheliegendsten, wenn man davon ausgeht, dass die Blackbeard-Crew halt Logia-Früchte sammelt. Die Magma-Frucht von Akainu werden sie wohl kaum kriegen. Absolut nicht. Das wird niemals passieren. Die Rauchfrucht wäre da vielleicht logischer, weil es halt ein Vize-Admiral ist. Er ist nicht so stark, aber ich glaube, das wäre so random, wenn auf einmal er auch besiegt wird von der Blackbeard-Crew. Dann hätten wir noch Sir Crocodiles Sandfrucht. Ich glaube, er ist noch wichtig für die Zukunft, deswegen glaube ich auch nicht, dass da was passiert. Die Schneefrucht könnten sie haben. Das wird vielleicht zu Raffit oder so passen. Aber da ist auch die Sache, Leute, man weiß halt nicht, wo die Frucht ist. Das heißt, es könnte sein, dass sie Stoßbande hat, es könnte sein, dass sie jemand anderes hat und so weiter und so fort. Oder die haben es irgendwie in die Finger bekommen. Wäre zwar ein bisschen random, aber würde irgendwie noch passen. So, und die Sumpffrucht von Karibu ist jetzt nicht so stark, ne? Also da wäre es auch relativ egal, ob die Blackbeard Crew hat, weil die Frucht nicht wirklich stark ist, meiner Meinung nach. Die
Man könnte zwar immer aus jeder Frucht was rausholen, aber die ist jetzt keine Frucht, so wie die von Sabo oder Enel oder sowas. So, jetzt haben wir ungefähr alle Mitglieder eingeordnet, was sie für eine Frucht kriegen könnten. Wie gesagt, zu Raffit würde theoretisch die Lichtfrucht oder die Eisfrucht ziemlich gut passen. Barges, ich glaube, der wird irgendwie noch ausgelöscht, der ist ziemlich schwach. Shiryu, Blackbeard hat hier die Yami Yami no Mi, also die Dunkelheitsfrucht. Ich habe mir direkt schon gedacht, dass die würde eigentlich auch zu Shiryu passen. Aber wenn man sonst überlegt, was für eine Teufelsfrucht zu ihm passen würde, er ist ja so der dunkle Schwertkämpfer. Da passt eigentlich kaum eine Lugia-Frucht, außer vielleicht die Lichtfrucht. Das würde vielleicht ein bisschen helfen. Aber wie gesagt, Kizaru, die werden es niemals abbekommen. Und die anderen sind eher, sag ich mal, komische Kämpfer. Es wäre krass, wenn man San Juan Wolf, also den Riesen da, wenn man den mit einer Lugia-Frucht sehen würde, weil man dann die Ausmaße einer Frucht sehen würde. Also ein Riese mit einer Lugia-Frucht. Also ein Riesenmasse an irgendeinem Element. Das heißt, wenn er irgendwie die Eisfrucht hat, allein die Größe von seinem Körper ist wie ein Berg. Das heißt, wenn er nur seinen Körper in Eis verwandelt und ein bisschen die Umgebung, dann haben wir schon einen Riesenberg. Das ist extrem OP. Also wirklich richtig OP, weil man ihn dann als Nicht-Haki-Nutzer nicht mal schlagen kann. Das heißt, es wäre absolut übertrieben OP. Deswegen wäre es auch cool, da mal die Ausmaße zu sehen, beziehungsweise wenn er vielleicht eine Frucht ist, dass er vielleicht kaum was passiert oder sowas in der Art. Das wäre interessant zu sehen. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass er eine bekommt. Ich glaube, er ist mehr so der Ultra-Gegner, der einfach so riesig aussieht, riesig ist, aber im Endeffekt nicht ganz so stark ist. Ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Vasco-Shot ist auch komisch, genauso wie Katharina. Bei dem kann ich mir auch nichts denken, was sie haben könnten. Doc Q, ich glaube, als Arzt braucht er keine Lugia-Frucht. Es sei denn, es gibt irgendeine Frucht, die es ihm erlaubt, irgendwie aus einem Körper Gifte oder so zu entfernen, um zu heilen. Ihr kennt doch bestimmt noch Avatar, der Herr der Elemente. Da konnten die aus dem Wasserstamm mit dem Wasser, konnten die Körper reinigen. Und stellt euch mal vor, die Wasserfrucht kriegt Doc Q und er kann damit Leute heilen. Ich weiß, weit hergeholt, aber mehr fällt mir da nicht ein. Oder so eine Art Pflanzenfrucht, also eine Pflanzenlogia. Damit kann er dann vielleicht so Kräuter oder so herstellen. Daran habe ich auch gedacht. Aber das wäre auch ein bisschen komisch, wenn Green Bull die nicht hat oder allgemein Doc Q die hat. Ich weiß nicht. Das wäre ein bisschen lame irgendwie. Keine Ahnung, ob es nur mir so geht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. So, das Pferd Stronger, wie gesagt, das ist ein Pferd. Ich glaube nicht, dass er eine Lugia-Frucht bekommt. Aber wäre interessant zu sehen, dass ein Pferd eine Lugia-Frucht hat. Aber nein, Leute, wird nicht passieren. So, und Avalo Pizarro, bei ihm ist es so, ich kann ihn nicht einschätzen. Absolut nicht. Also, er sieht irgendwie aus wie ein Anhänger von Kaido, weil er diese komischen Hörner hat. Und er trägt den Beinamen Schlechter König. Das heißt, er hat irgendwie schlecht regiert, beziehungsweise war ein Tyrann und wurde dann im Endeffekt eingesperrt in Level 6 auf Impel Down. Das heißt, in der niedrigsten Ebene sozusagen. Und dort kommen nur die Leute hin, die wirklich richtig, richtig stark sind. Und wie gesagt, wenn der da schon drinne war, muss er halt im Endeffekt auch stark sein, Leute. Und ich bin echt gespannt, was es mit seiner Geschichte auf sich hat, denn sein Name ist von Francisco Pizarro angelehnt und der war halt auch schon wirklich tyrannisch, kann man sagen. Auf jeden Fall ist es irgendein Italiener gewesen in dem 15. Jahrhundert und ja, wäre cool, wenn das wirklich eine Annahme an den ist, weil der hatte irgendwie mehrere Geschwister und hat irgendwie Südamerika angegriffen, beziehungsweise hat dort nach Gold und so weiter und Reichtümern gesucht und ja, das würde dann im Endeffekt auch passen, wenn die Story so teilweise übernommen wird, so wie es Oda halt öfter macht. Aber um ehrlich zu sein, finde ich, dass man bei ihm eher so wirklich so eine Art Person sieht, die eine Zoan-Frucht lieber haben würde, weil er halt wie gesagt nach jemandem aussieht, der der Kaido-Crew beitreten würde. Vielleicht werden wir da auch eine Art Verrat sehen, aber davon jetzt auszugehen ist eigentlich ziemlich dumm, Leute, weil er halt, keine Ahnung, er hat nur diese Hörner, also da gibt es wirklich keine andere Annahmemöglichkeit und ja, so viel zu Avalo Pizarro, aber ich glaube, ihr könnt mir zustimmen, wenn ich sage, eine Lugia-Frucht würde nicht zu ihm passen, aber Leute, man kann immer vom Gegenteil überzeugt werden. Wenn er dann mal eine Lugia-Frucht hat, dann wird es wahrscheinlich auch eine sein, die passend zu ihm ist. Oder wie gesagt, es gibt da irgendwas mit Kaido, was wir noch nicht wissen. So, das wäre es erstmal zu den Lugia-Früchten, Leute. Ich würde mich freuen, wenn man im Endeffekt einige Lugia-Früchte sieht, die man vorher noch nicht gesehen hat. Das heißt, sie kriegen die Eisfrucht, das heißt, sie kriegen irgendeine Wasserfrucht oder sowas, dass die Bande noch krasser wird. Aber im Endeffekt wird jede Teufelsfrucht, also jede Lugia-Frucht, die kommt, schwächer im Endeffekt als die Finsterfrucht von Blackbeard, aber das ist nicht so schlimm, weil Blackbeard im Endeffekt dann der stärkste der Bande ist und die anderen sind halt unter ihm. Ist halt so, würde auch ziemlich gut passen, meiner Meinung nach. Und ich fände es geil, wenn man durch Blackbeard einige neue Lugia-Früchte kennenlernen würde und das sozusagen im Endeffekt die letzten starken Teufelsfrüchte sind, beziehungsweise Lugia-Früchte sind, die man noch nicht kannte. Also hätten wir die Funkelkraft, Finsterkraft, Feuer, Donner, das sind schon die stärksten, oder Eis und Magma, und da fehlen wahrscheinlich noch 2-3 Stück. Und deshalb würde es meiner Meinung nach ziemlich gut passen, wenn die Blackbeard-Bande das alles hätte.
beziehungsweise es irgendwie geschafft hat, große Piraten zu töten, beziehungsweise diese Teufelsfrüchte zu kaufen. Okay Leute, das wär's von diesem Video, schreibt eure Meinung unten in die Kommentare, das wär's von mir, bis zum nächsten Mal.